Eine weitere Amtszeit Benjamin Netanyahus käme Ihnen nur gelegen. Den jüdischen Siedlern im Westjordanland hat Israels Ministerpräsident versprochen, dass keine ihrer Siedlungen geräumt werde, wenn er im Amt bleibt. Gut eine halbe Million jüdische Siedler leben inzwischen im Westjordanland und in Ostjerusalem. Die Stimmung bei dieser Wahl? There are many parties running. Viele Parteien treten an und wir sind sehr froh, daran teilhaben zu können. Ich ermuntere jeden, wählen zu gehen, egal für wen er stimmt, und diesen Tag zu genießen. Eine der größten jüdischen Siedlungen im Westjordanland ist Maale Adumim. Wenige Kilometer östlich von Jerusalem gelegen, Mitte der 70er Jahre gegründet, heute gilt sie als Stadt. Was die Wähler hier umtreibt? Den meisten geht es um die wirtschaftlichen Probleme. Alle wissen, dass es nach den Wahlen Kürzungen geben wird. Deshalb ist es ihnen sowieso egal. Alle Israelis sind für das rechte Lager, nicht für die Linken. Wenn Netanyahu siegt, wenn er stark ist, dann wird er für den Friedensprozess mehr tun als die andere Seite. Palästinenser und Politikforscher erwarten das Gegenteil. Und selbst wenn er es sich deswegen mit dem wichtigsten Partner, den USA, verscherzt, Netanyahu wird an der Siedlungspolitik festhalten.